In den letzten 30 Jahren hat es bahnbrechende Forschungsergebnisse gegeben über die Tatsache, dass Männer und Frauen tatsächlich anders sind. Das ist sexistisch, Vera. Das darfst du heutzutage nicht mehr sagen. Ich weiß, du weilst leider nicht mehr unter uns. Unter uns, na Mann. Das sind die Probleme. Dass wir meinen, wir müssten identisch sein. Facts. Das sogar feiern und richtig geil finden, wenn ein Mann noch in seiner maskulinen Energie ist. Und ich finde das auch, feier das auch und find's richtig geil, wenn eine Frau in ihrer femininen Energie ist. So. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's so gut. Nur Liebe von meiner Seite an euch. Natürlich, wie immer, One Love. Love Gang ist am Start. Kommt gerne mal vorbei auf Twitch. Unten in der Beschreibung verlinkt. Videovorschläge über Discord. Ihr seht, gerade werden Herzen reingeschickt. Na, das ist die Liebe von der Community. Hier ist sehr viel Liebe im Chat dabei. Also ich kann es euch nur empfehlen, mal vorbeizukommen. Und wir gehen jetzt in ein Video rein. Von der guten alten Vera F. Birkenbier mal wieder Rest in Peace an der Stelle. Und zwar Kommunikation zwischen Mann und Frau. Da bin ich sehr gespannt, was erzählt wird. Ich mag ihre Videos. Ich mag, wie sie Sachen erzählt. Und ja, ich hab Bock, mal wieder von ihr ein Video zu sehen. Deswegen gehen wir jetzt rein. In den letzten 30 Jahren hat es bahnbrechende Forschungsergebnisse gegeben über die Tatsache, dass Männer und Frauen tatsächlich anders sind. Das ist sexistisch, Vera. Das darfst du heutzutage nicht mehr sagen. Ich weiß, du weilst leider nicht mehr unter uns. Unter uns, na Mann. Du weilst leider nicht mehr unter uns. Aber heutzutage, wenn du noch leben würdest, darfst du sowas gar nicht mehr sagen. Ja, da bist du schon direkt ein Sexist, ein Antifeminist und was auch immer. Ich habe immer noch verstörende Bilder und verstörende Sätze im Kopf, die wir bei dem Video von gestern von Ketzer der Neuzeit da gehört haben. Sehr verstörendes Video auf jeden Fall. Aber Vera gleicht es wieder aus. Wir gehen rein. Wer hat John Gray schon mal gelesen? Heißt im Deutschen, Männer sind anders, Frauen auch. Dieser Mann sagt, nehmen wir eine Metapher, nehmen wir ein Denkmodell. Habe ich schon mal gehört, das Buch, habe ich nicht gelesen. Einst wohnten die Männer auf dem Mars und die Frauen auf der Venus. Und dann haben... Wir sind Marsianer, Jungs, ja? ...entdeckt durch die Fernrohre und dann haben die Männer die Raketen gebaut und sind zu den Frauen hingeflogen. Feine Sache. Jetzt haben sie wunderbar miteinander kommuniziert, weil sie ja wussten, sie sind von anderen Planeten. Also sind sie mit der nötigen Vorsicht aufeinander zugegangen. Und dann sind sie irgendwann auf die Erde gekommen und da ist irgendwas in der Atmosphäre, hat einen Schlaf des Vergessens bewirkt und haben es vergessen, dass sie von unterschiedlichen Planeten kamen. Das sind die Probleme. Dass wir meinen, wir müssten identisch sein. Und das ist uns ja 30 Facts. Jahre lang eingeredet worden, dass außer dem Kleid. Das ist auch, ich merke es immer wieder, also ich embrace das so krass, wenn ich eine Frau treffe, die halt das auch schon wirklich von Haus aus versteht, ja. Keine Diskussionen da stattfinden und so, weil ich merke immer wieder, wie echt viele Frauen einfach nur von diesem, was in den Medien und überall erzählt wird, dass es so sein muss, dass wir alle gleich sind und keine Unterschiede da sind und das ist nur eine gesellschaftliche Entwicklung und das hat gar nichts damit zu tun, dass wir biologisch einfach unterschiedlich sind und so. Und mit sowas könnte ich mich halt auch nicht, das geht halt nicht für mich, weißt du, wie ich meine? Und deswegen finde ich es immer wieder erfrischend und gut, mich mit Damen zu unterhalten, die noch in ihrer femininen Energie sind und es auch zulassen, dass ein Mann maskulinen Energie ist, das sogar feiern und richtig geil finden, wenn ein Mann noch in seiner maskulinen Energie ist. Und ich finde das auch, feier das auch und finde es richtig geil, wenn eine Frau in ihrer femininen Energie ist. So. Alles andere ist für mich sehr, sehr anstrengend und schwierig. Unterschied ist keinen gäbe. Und Mo und Jessel sagen zum Beispiel, das ist hanebüchend, wenn man sich im Nachhinein überlegt. Es sind so viele Unterschiede, die ins Auge fallen. Schon die Fettverteilung am Körper und weiß ich was alles. Wie man uns so lange einreden hat können, dass es nur der berühmte kleine Unterschied sei, es im Nachhinein überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. So, und diese Unterschiede sind zum Beispiel, Männer haben subjektiv bei der doppelten Lautstärke das Gefühl, jetzt ist es okay, als Frauen. Krass. Echt? Kleiner Unterschied. Drum werden die Sportübertragungen so laut gestellt und dann kommt sie und sagt, macht den Fußball nicht immer so laut. Er empfindet das halb so laut wie sie. Nein, echt? Das ist krass. Also ganz neu für mich. Tausende von Familienkrachs hängen da dran. Wenn man das einmal kapiert, kann man möglicherweise andere Entscheidungen treffen in der Zukunft. Wir sehen anders.
Männer sehen die Dinge ein bisschen Tunnelvision. Ich überspitze jetzt einfach, um die Ideen heranzuziehen. Tunnelvision, aber auf den Punkt, auf den Sie verdammt nochmal im Gespräch bitte auch kommen wollen. Frauen? Girls sind all over the place. Die reden von rechts nach links, Digga. Bam, 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 bam. Auch manchmal cool so. Also ich finde es zum Beispiel auch geil, manchmal über gewisse Themen mich mit Frauen auch zu unterhalten, um einfach diese andere Perspektive zu bekommen. Weil Frauen einfach eine ganz andere Perspektive haben auf Dinge als Männer, so, weißt du? Und das ergänzt sich halt gegenseitig sehr brutal. Also es ist sehr schön, wie sich das gegenseitig ergänzt. So, und wir müssten eigentlich gar nicht gegeneinander kämpfen, weil wir eigentlich zusammen, jetzt unabhängig, ob wir zusammen sind oder ob wir eine Beziehung führen oder nicht, generell so zusammen als Frau und Mann immer so eigentlich alles abdecken, weißt du, wie ich meine, so, und eigentlich happy sein könnten, dass wir den Gegenpol da haben, weißt du? Aber dann wird dann so ein Kampf draus gemacht, weil die unbedingt das sein wollen und die sind nicht mehr das und so. Das ist sehr, sehr schade, weil so geht dieses ganze Ding zwischen Mann und Frau auch kaputt und so gehen die Familien auch kaputt und diese Harmonie einfach, weißt du? Mehr peripher. Deswegen kriegen Frauen mit, wenn da drüben jemanden die Blase drückt oder was, dass der Mann ist aufs Thema konzentriert. Der sieht das nicht. Also ergänzen wir uns phänomenal. Wenn in einem Team Männer und Frauen sind, sind beide Beste. Der Aspekt ist sehr gut abgedeckt. So wir begreifen, dass wir uns ergänzen, gerade deswegen sehr gut miteinander auskommen könnten, wenn dann von Mars Frauen von der Venus. So, Männer haben das Höhlensyndrom. Für Männer sind Probleme etwas, was verdammt nochmal zum Lösen da ist, bitte möglichst alleine, sonst drückt das auf ihr Ich-Wertgefühl. Schwester, Digga. Voll oft ist es so, dass Männer ihre eigene Lösung finden wollen und sich dabei nicht helfen lassen wollen, vor allen Dingen nicht von der Frau. Nein, ich muss das so machen, wie ich das will, dann fühlt sich das nur richtig an. Alles andere, dann habe ich es nicht gelöst, dann fühle ich mich nicht gut, Bro. Fühle ich? Frauen sind Probleme etwas, was man sprechdenkend in der Gruppe beredet, nicht unbedingt löst. So. Das ergibt natürlich völlig andere Verhaltensweisen im Alltag. Wenn er was hat, was er nicht auf die Reihe kriegt, dann geht er in die Höhle. Auf dem Mars waren große Höhlen. Dann hat er sich in die Höhle verzogen, bis er mit der Sache klarkam, dann kam er wieder raus. Ein Mann bietet nicht ungebeten Ratschläge an, weil er das respektiert, weil er ja auch der Höhlentyp ist. Wenn ein Mann mal das Vertrauen hat, zu einem anderen zu kommen mit einem Problem, dann erhofft er von dem eine klare Problemlösung als Vorschlag. Nicht so die Frau. Und keine stundenlange Diskussion. Digga, ist halt einfach so. Die Frau will... Ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig verstehen, ne? Mal reden über das Problem. Das ergibt jetzt Folgendes. Sie weil dann wirst du auch nicht wütend oder böse, weißt du, was ich meine? So, weil du weißt ja, das ist halt so, wie wir funktionieren als Mann und Frau, weißt du? Das kannst du halt auch nicht erwarten. Du kannst nicht erwarten, dass du jetzt hingehst und dann direkt eine Lösung bekommst. So. Und ich war früher schon so, dass ich viel so erwartet habe. Beziehungsweise, ja genau, sehr viel erwartet habe. Und andersrum glaube ich genauso. Und so gehen Beziehungen kaputt. So geht die Harmonie in der Beziehung kaputt. So, weißt du, dieses Unverständnis füreinander und zu denken, dass die Menschen das, also weil oft ist es dann so, dass wenn du nicht weißt, dass es so ist, dass du dann denkst, dass der das extra macht oder aus Böswilligkeit macht oder so. Was ja meistens gar nicht der Fall ist. Weißt du? Ein Problem. Sie kommt von der Arbeit nach Hause und will jetzt Sprechdenken. Sie will es in Worte fassen. Das ist für sie wichtig. Sie will, dass jemand auf der Beziehungsebene ihre Gefühle versteht. Mehr will sie gar nicht. Also sagt sie, ja, soll ich noch Überstunden machen? Das ist ja unmöglich und so weiter. Dann sagt der John Gray, er lauscht so lange, bis er das Problem begreift. Nicht länger. Dann setzt er so, mehr brauche ich nicht. Heimwerkermütze auf und dann macht er einen Lösungsvorschlag. Und jetzt sind sie beide sauer. Sie, weil sie keine Lösung wollte, er, weil sie seine Lösung nicht akzeptiert. Ja, aber, und dann redet sie weiter. Oder er und sie sind auf dem Weg zu Bekannten, die umgezogen sind, also neue Adresse, neues Kuhdorf irgendwo in der Gegend. Und sie merkt, also er darf fahren natürlich, und sie merkt, dass wir schon zum dritten Mal an dieser hellblauen komischen Kirche vorbeikommen. Er will natürlich das Problem verdammt nochmal alleine lösen.
Die sagt, frag doch jemand. Der ganze Abend im Eimer. Er hört, du bist nicht in der Lage, das Problem. Ego in it, man. Nein. Aber da muss man auch arbeiten, weißt du, ich meine so, also von so Kleinigkeiten darf man sich nicht aus der Bahn werfen lassen, Bro. Dann nimm mal deine Männlichkeit kurz, also wenn du weißt, dass du Mann bist, wenn du weißt, was ich meine, dann kannst du auch mal Hilfe annehmen, Bro. Lösen, du brauchst Hilfe, wie kleine Kinder. Auch wichtig für dich, dass man auch an sich arbeitet, Persönlichkeitsentwicklung, dies, das, bla bla bla, dass man nicht mehr so auf dem Ego-Film unterwegs ist, so. Und mehr oder weniger mit dem Alter auf jeden Fall reift und auch bei manchen Dingen einfach loslässt, so. Das hört er. Für sie ist ein Problem etwas, worüber man redet. Zum Beispiel mit einem Ortsansässigen, der sich auskennt. Macht Ihnen das Appetit auf das Thema? Ich liebe dich, Vera. Wenn er nach Hause kommt, dann will er auch ein bisschen alleine gelassen werden, während sie die Dinge besprechen will. Wenn wir das wissen, also der John Gray, Männer sind anders, Frauen auch, ist das Basisbuch für beide Geschlechter zum gegenseitigen Verständnis. Er beschreibt es sehr wie... Wisst ihr Bescheid, meine lieben Freunde? An alle Vergebenen hier im Chat, kauft euch das Buch, lest euch das zusammen durch und die Beziehung wird definitiv harmonischer. So wie ich das raushöre, was da für Dinge drinstehen. Weil es ist einfach, kann einfach helfen, weißt du? Wenn ich nach Hause komme nach der Arbeit und so. Deswegen graut es mir auch davor, irgendwann mal mit einer Frau zusammenzuleben. So. Weil ich weiß, die neigen gerne zum Reden. Und ich bin halt ein Typ, der sehr viel auch introvertiert unterwegs ist, sage ich mal. Ich bin, wenn ich online bin oder wenn ich irgendwie draußen bin und so, bin ich sehr extrovertiert, so outgoing, dies, das, bla. Aber wenn ich zu Hause bin, wenn ich meine Rituale mache, wenn ich mich vorbereite für den Sport, meine Videos schneide, hochlade, dann mache ich dabei auch voll viele mir Gedanken, so, weißt du, lass mich inspirieren. Ich überlege, was kann man machen? Ich bin so in meiner eigenen Welt unterwegs, weißt du, und diese Zeit brauche ich auch für mich. So, deswegen, ich bin gespannt, wie das bei mir weitergehen wird, bei dem Thema. Ich, das mit der Handwerkermütze und so, ist John Gray. Und er gibt Spielregeln auf der strategischen Ebene. So und so kommen sie besser miteinander klar. Die kann man auch im Seminar weitergeben, aber denkt man mal daran, dass sie ja auch mit Leuten anderen Geschlechts kommunizieren. Männer denken geografisch anders, können besser räumlich wahrnehmen. Drum haben sie weniger Unfälle beim Überholen als Frauen, wenn sie es probieren, weil sie es wirklich besser abschätzen können, während sie Angst hat dabei, weil sie es nicht so gut abschätzen kann. Männer haben so eine Art Landkarten im Kopf. Deswegen ist es sehr dramatisch, wenn Männer und Frauen Informationen austauschen über eine Weganweisung, wie man wohin kommt. Frauen orientieren sich an Orientierungspunkten, die in der Landschaft herumstehen. Also er sagt, 3 Kilometer nach Westen, 1 Kilometer nach, und so in dem Stil, ganz klarer. Ja, ja, Frauen sagen so Ding. Vorne an der Kirche links, dann bei dem Zigarettenautomat musst du wenden und so. Das wäre auch mal, einer hat mal die Idee gehabt, ein Navigationssystem für Frauen zu erfinden, die bildlich sind, weißt du? Die nicht in diesen Kilometer und in Meterzahlen sprechen, sondern wie ich eben gesprochen habe, so. Vorne an der Kirche links. Nicht in 300 Meter links, sondern dass die sich irgendwas dann, weißt du, so als Orientierung nehmen können, weil die Gehirne einfach unterschiedlich funktionieren. Er kann auch die Autokarte lesen, ohne sie auf den Kopf zu drehen, ne? Sie sagt, also bis zum McDonald's geradeaus und dann links und am Friedhof fährst du rechts und dann kommt da so eine komische Eiche, so eine knorrige, sagt er, was soll denn der Scheiß? Was willst du denn hier, Dicker? Wenn wir beides wissen, dann kann ich die Information so geben, dass beide es verstehen, wenn es eine gemischte Gruppe ist oder näher eingehen auf den anderen. Das sind so Kleinigkeiten, die sehr viel ausmachen, weil im Gehirn eben manche Dinge anders laufen. So. In den letzten 30 Jahren hat es bahnbrechende Forschungsergebnisse gegeben über die Tatsache, dass Männer und Frauen tatsächlich anders sind. Das war dummerweise zu einer Zeit, wo es politisch nicht opportun war, das offen zuzugeben.
Das heißt, Doktorarbeiten zu diesem Thema wurden nicht genehmigt, Forschungsgelder wurden gestrichen, wenn man zu diesem Thema forschen wollte, etc. Sehr interessant ist, dass sich eine Reihe von Wissenschaftlerinnen auf diesem Gebiet hervorgetan haben, nicht weil sie das geplant hätten, sondern weil bei ganz anderen Untersuchungen plötzlich dieser Faktor im Raum stand und sie dann weitergemacht haben mit der Forschung. Sie bekommen eine Unterlage mit einigen Gedanken und auch Literatur, wenn Sie sich mit dem Thema näher befassen wollen. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Highlights geben, damit Sie wissen. Wie hieß er nochmal? John Gray, ne? Oder? John Gray? So hieß der Bruder doch, oder? Mit dem Buch. Das ist auf jeden Fall eine Sache, was ich mir auch eventuell mal zulegen werde. Und dann meine zukünftigen als Geburtstagsgeschenk machen werde. The issue. Ob Sie das tun wollen. Erstens. Wir gehen von der irrigen Annahme aus, es gäbe nur zwei Geschlechter. Warte mal jetzt kurz, Vera. Jetzt bitte enttäusch mich nicht, ja? Come on. Es gibt eine Reihe von Variationsmöglichkeiten. Zum Ersten hat das Kind ein genetisches Geschlecht. Fußnote am Rande wird vom Vater bestimmt. Deswegen haben die Könige früher die Königinnen geköpft, die keinen Sohn geboren haben. Obwohl sie selber schuld waren. Safe. Es gibt nur zwei Geschlechter, so sehe ich das auch. Aber wir mal gucken, was sie jetzt hier sagt. Ja? So. Es gibt ein genetisches Geschlecht, das ist die Grundlage. In der sechsten Woche der Schwangerschaft muss ein männlicher Fötus von männlichen Hormonen umspült und gebadet werden, was durch die Mutter Schwangerschaft ausgelöst wird, wenn es genetisch ein Junge ist, an wenn alles glatt läuft. Und durch dieses Baden in männlichen Hormonen wird die Eigenproduktion der männlichen Hormone angeregt. Der Hoden ist nämlich zu dem Zeitpunkt schon entwickelt und die Wissenschaftler wussten immer nicht, warum so früh. Weil er ab jetzt die dann selber produzieren wird. Das heißt, das Gehirn wird weiterhin in männlichen Hormonen gebadet. Wenn das der Fall ist, okay, die Architektur des Gehirns sich männlich entwickeln. Wenn zu diesem Zeitpunkt aus irgendwelchen Gründen diese männlichen Hormone nicht zunächst von der Mutter kommen und das andere anregen, wird sich das Gehirn von der Gehirnarchitektur her weiblich entwickeln, auch what the fuck? Wenn dieses Kind genetisch männlich gewesen wäre. Nein. Und in der Pubertät trifft noch einmal eine Entscheidung ein, je nachdem, was mit den Hormonen los ist. Dadurch haben wir alle möglichen Varianten und Leute, die sagen, ich wusste immer, dass ich als Frau in einem Männerkörper war oder umgekehrt, das sind keine Spinner, die haben vollkommen recht. Das ist ein realer Bestandteil dessen, was passieren kann. Das Buch dazu echt? Brain, ich weiß nicht. Sex von Moore und Jessel. Sehr, sehr lesenswert. Also ich bin ja offen, ne? Ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde mich niemals mit jemandem unterhalten, der das studiert hat oder irgendwie selber diese Erlebnisse gemacht hat, so. Deswegen wollte ich ja auch unbedingt mal einen Talk machen mit jemandem, der sich im falschen Körper fühlt, so. Der in einem männlichen Körper ist und sich als eine Frau fühlt oder auch andersrum, so, um da mal ein bisschen mehr reinzugucken, ein bisschen mehr reinzuhören, so, weißt du? Und das ist jetzt hier mal so auf wissenschaftlicher Ebene von der Vera erklärt, so crazy, dass es so eine Fälle anscheinend gibt. Ist krass. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, die Gehirnarchitektur verändert sich, das heißt, wir werden ein bisschen anders wahrnehmen und so weiter. So, ich habe leider die Zeit nicht sehr ausführlich zu machen, aber ich wollte sie heiß machen drauf. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Der John Gray ist die Einstiegslektüre und wenn Sie wollen, können Sie dann noch weiter lesen. Lesen Sie denn, mein Alter? Ich glaube, das war es hier gewesen an der Stelle. Ja. Ja, ich lasse es jetzt, weil wir noch zu viel vor uns haben. Jetzt kommt nämlich noch ein... Rest in Peace nochmal an der Stelle. Vera F. Beckenbiel, beste Frau. Ich küsse ihr Herz von ganzem Herzen. I love you, girl. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Und zu dieser Thematik so, was sie jetzt zum Schluss gesagt hat, so bin ich halt nicht, selber nicht bewandert. So, ich kann mir vorstellen, dass es hier und da auf jeden Fall irgendwelche Dinge passieren können, vielleicht schon im Bauch, die jemanden dazu führen, dass er sich in einem falschen Körper fühlt und so. Ich glaube nicht, dass das so extrem weit verbreitet ist, so wie das heutzutage so ein bisschen Überhand nimmt mit diesem ganzen Transgender und ich identifiziere mich als Katze, als Handy, als Kiwi-Wasser oder was auch immer. Das ist, glaube ich, dann mehr so, hat psychische Hintergründe und auch gerade Propaganda-Hintergründe so. Aber dass uns hier und da mal einen Fall geben kann, wo sich jemand in dem falschen Körper fühlt, kann ich mir schon vorstellen, ja, unter Umständen. Wie ich jo.
ein Talk wäre so nice gewesen mit ihr. Rest in Peace. Ja, Digga, stell dir vor, wir hätten die hier im Stream reingeholt. Das wäre krass, ne? Mary, das wäre auf jeden Fall legendär gewesen. God damn.